Also so etwas für die Motivation und so weiter. Du hast dich damit beschäftigt, du kennst die ganze Sache schon. Also weil sie weiß genau, wo, also ihr habt das schon. Ja, ja, ich habe das schon. Also du weißt das alles. Also, ist nichts Neues. Gut, gut, alles klar. Weil ich muss immer erstmal fragen, weil nicht, dass er jemand sagt, ja, ich hab heute noch Bock, Islam anzunehmen oder so, morgen gehe ich wieder raus. Dann ist man noch weiß, wirklich. Ach so, ja, okay, Mashallah. Kannst du Shahada aussprechen oder soll ich dir dabei helfen? Ich kann es nicht. Willst du das alleine sagen, ja? Okay, ist super. Okay, wie gesagt, wenn du Islam annimmst, dann sind inshallah alle Sünden verziehen, ja. Und Alhamdulillah, gut, dass du diesen Schritt gehst. Wie gesagt, dann spreche ich einfach aus mit der Absicht, jetzt im Islam anzunehmen. Die Shahada, ja, Shahada sagen. Mit der Absicht, Islam anzunehmen. Ja. Ich sage das auch nochmal vor, ja? Ja. Okay. Eschhedu. Eschhedu. En. En. La ilaha. La ilaha. Illallah. Illallah. Wa. Wa. Eschhedu. Eschhedu. En. En. Muhammadan. Muhammadan. Rasulu. Rasulu. Allah. Allah. Alhamdulillah. Jetzt bist du Muslimin, Alhamdulillah. Alhamdulillah, wie gesagt, also jetzt bist du auf jeden Fall im Islam drin. Und jetzt sind erstmal alle Sünden verziehen. Und deswegen auch, dass die Schwestern dir beibringen, wie das jetzt mit dem Gebet läuft und diese ganzen Sachen. Damit dann, und falls es irgendwelche Probleme gibt oder so, bitte kontaktiere uns. Ja, weil es nehmen sehr viele Leute Islam an und wir wissen nachher nicht, was ist aus denen geworden. Vielleicht ist der eine oder andere wieder weg vom Islam oder praktiziert gar nichts mehr. Nur wir hören ja nichts davon. Ja? Also wenn es irgendwelche Fragen geben sollte oder irgendwelche Probleme, na, dann melde dich bitte bei uns. Wir haben also extra auf der Seite www.einladung zum Paradies extra Telefonnummer, mehrere und auch E-Mails kann man schreiben. Wenn es da irgendwelche Probleme gibt, bitte ich dich dann uns zu kontaktieren. Ja? So normalerweise ist es so noch so, dass man entweder, also man kann es auch vor der Islamwut oder danach, dass man eine Dusche nimmt. Mit der Absicht, sich zu reinigen von was ist, dass man dann anfängt. Mhm. Wichtig ist ja so, dass du lernst, wie man betet, wie man Wudu macht und so weiter, ja? Ja, genau. Okay.